Ja, ich hoffe. René Cartals Emerald. Emerald aus der legendären Belladonna. Und dann so ein Typ. Das ist schon eine Bereicherung, oder? Ja, 100%. Ich glaube, den hängst du jede Hengstation gerne auf Station. Und auch die Anfragen waren phänomenal auf der Körung da in Westfalen. Ein Hengst mit abnormal viel Kraft. Das merkt man schon, wenn man die Trenne drauf machen will und so. Der weiß, was er will, der geht voran. Also aufhalten ist nicht möglich. Auch beim Freispringen, der zieht durch, der macht immer den gleichen Sprung. Und also begeistert jedes Mal wieder beim Springen. Junghengst. Da weiß man noch gar nicht so richtig, wie das vererbungstechnisch hingeht. Trotzdem, könntest du trotzdem eine Empfehlung aussprechen? Ja, ich glaube schon. Er hat einen sehr starken Körper. Also ich glaube, dass er auch feine Stuten verbessern wird, die auch ein bisschen mehr Fundament kriegen. Und hat für Emerald eine super schöne Größe mit 1,71. Und ich glaube schon, dass er sich gut vererben wird. Ich werde meine Stuten auch dabei lassen teilweise und ich kann mir gut vorstellen, dass er auch aus leichten Stuten ein bisschen Fundament bringt. Herrlich aufgemachten Körper, dazu noch passend gezeichnet, auf korrektem Fundament gebaut, ganz stabilen Winkelungen in den Gelenken, mit ganz viel Kraft im Rücken, unheimlich viel Abdruck, Vorsicht, Reflex. Der Hengst, der wird die nächsten Jahre über den Zuchthof Teppel zu beziehen sein und dort als Cartals Emerald namentlich zu finden sein.